Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Alex Isso. Heute haben wir ein kleines Thema zu besprechen. Was ging bei mir gestern ab? Ich wollte jetzt zum Friseur. Warum hat dieser Clown denn hier nicht die Haare ab? Warum habe ich das nicht? Aus dem Grund, weil ich wollte gestern morgen zum Friseur. Gegen 8, 9 Uhr wollte ich dahin. Na gut, 10 Uhr, ich habe ein bisschen verpennt. Auf jeden Fall steige ich ins Auto ganz normal. Bei uns wurde die Straße geteert. Ist so ein bisschen klebrig gewesen, Kieselsteine draufgelegt, wie man so macht, das Straßenbauarbeiter, wie man so macht, ne? Vorgabemäßig, ich fahre zurück, Wende auf jeden Fall, fahre die Straße runter, muss halten, Ampelrot, ich will anfangen, plötzlich, ich dachte, was ist denn das? Warnblinkanlage rechts rangefahren, unten geguckt, gar nichts am Start. Bin ich weitergefahren. Ich dachte, alter Schwede, direkt auf dem Parkplatz, links runter ein Auto, wieder angefangen, ganz leicht, dann ist aufgehört. Ja, Auto abgestellt, für Mann gerufen. Ja, ich habe ein Problem mit einem Auto, ich glaube, es ist die Kupplung, es ist vorne. Sobald ich anfahre, Geräusche, die ich mein Leben noch nicht gehört habe. Ja, dann kam derjenige, Kollege Moritz ist am Start gewesen, hat mich natürlich dahin gefahren, haben uns ein bisschen verabredet, am Tag was gemacht, ein bisschen einkaufen gewesen, ein bisschen dies einkaufen gewesen, er kam besorgt für das und das, Batterie für das und das. Und auf jeden Fall, dann um 15 Uhr kam die Firma nachmittags, habe ich einen Termin ausgemacht natürlich. Da steigt da ein, er sagt, das ist nicht die Kupplung, da ist irgendwas links vorne in der Felge drinne. Ja, hat da gefühlt, hat da plötzlich gefühlt, da war ein Stein drin, ein richtig dicker Stein, so ungefähr, so Größe. Ja, und da meine Felge nicht so klein ist, sondern richtig große Löcher drin sind in dieser Felge, was keiner dieser Straße fährt, weil keiner so ein Auto hat. Ja, ist das da reingegangen. Das heißt, ich darf normalerweise nicht in Straßen fahren, wo Kieselsteine sind. Heißt also, ich würde mir komplett die Bremsen verkacken. Der Stein ist in die Bremse reingegangen und dadurch das Teil so ein Geräusch gegeben. Hat nichts beeinflusst, aber es hat sich scheiße angehört, Freunde. Das ist der Grund gewesen, warum ich zum Friseur nicht gegangen bin. Ja, der ganze Tag von Arsch, ich laufe nach Hause. War schön sonnig natürlich. Ja. Muss mir natürlich auch noch einen Sonnenschutz kaufen, weil mein altes kaputt gegangen ist. Die Gummiteile sind vorne so durchgegangen, dass es sich von der Sonne gelöst hat wegen der Hitze. Ja, muss mir auch übrigens ein Maßband besorgen, weil ich möchte ja nichts zukunftsmäßig mich bewerben bei verschiedenen Firmen, bei Smile Dogs, bei Gigastotration und so, weil ich halt als Model endlich anfangen möchte. Das Gesicht habe ich dafür, ich habe den Körper dafür, ich bin komplett gesund und habe jetzt eine reine Haut bekommen. Ich fühle mich wundervoll, Freunde. Die ganzen Tablettenscheiße alle weg. Natürlich nehme ich nur noch Tabletten, weil ich bin ja Bodybuilder, ne? Zink, Magnesium, Eisen, EAAs, BCAAs, was haben wir noch? Vitamin C Plus, All-in-One-Tabletten, Vitamin D3 plus K3 haben wir noch. Dann haben wir noch hier AAKG vor dem Training, muss ich auch noch einnehmen. Sorry, Moment mal. Ja, AAKG sind eingenommen, das sind extra 1052 Milligramm. Mega-Kapseln für die Hard-Gainer bzw. harten Jungs. Und nur mal kurz wegen Booster, sagt mein Kollege auch. Wenn jemand kotzen muss oder so, der übliche Spruch, mein Kollegen. Wenn die kotzen müssen und das Gefühl haben, da sind sie Pussys, da sind sie Weicheier, sind sie dafür nicht gedacht, solche Booster einzunehmen. Das ist die harte Variante zu sagen. Davon abgesehen. In den letzten Videos fragt euch wahrscheinlich, warum habe ich die ganzen Videos schwarz-weiß gemacht, aus dem Grund, weil ich einen langen Bart hatte. Und mein Bart ist halt so ein Mischmasch. Ich komme so ein bisschen aus Land, sag einfach Deutschland ist in diesem Bart drin, ein bisschen Türkei, ein bisschen Kurdistan, ein bisschen Spanien, ein bisschen Amerika, ein bisschen alles Mögliche. Weil ich habe einen schwarzen Bart mit ein bisschen rötlich und noch verschiedenen anderen Farben da drin. Das zeichnet mich aus als Mensch, weil ich habe einen Bart mit verschiedenen Farben. Ich male den nicht an oder so, oder lasse den nicht färben. Das ist so. Meine Haare sind gefärbt. Das ist meine natürliche Farbe ist hier. Und die gefärbten Haare, die blonden Strähnen sind hier oben.
Das heißt, sobald ich nächste Woche nach der Nachtschicht wieder zum Friseur gehe, kommen wieder meine 3 mm mit Übergang, mit ein bisschen Volumen drinnen lassen. Und dann sehen meine Haare wieder schön elegant aus und ich werde ein bisschen jünger aus. Momentan steht mir zwar auch diese Länge, aber es entwickelt sich zu Locken, weil meine Mutter hatte Locken gehabt, mein Vater hat auch Locken. Und sobald meine Haare ein bisschen länger sind, fangen die an, so ein bisschen lockig zu werden. Das mag ich überhaupt nicht. Deswegen mache ich auch hinten so kleine Welle, weil ich dabei wieder viel zu viel, Freunde. Ich muss jetzt ins Training. Ich möchte später ein Livestream starten. Ich weiß, alle sind angepisst. Alex ist so, geht nicht mehr live auf Twitch. Was ist mit ihm los? Ja, ich mache momentan mehr Videos auf YouTube. Und nochmal sorry wegen der Schwarz-Weiß-Färbung, ich habe es eben euch erklärt. Jetzt lasse ich das so, wenn ich Bart mal regelmäßig schneide, dann lasse ich auf jeden Fall ohne Schwarz-Weiß. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein Typ, der 100% immer alles ordentlich haben muss. Ich muss immer putzen, sauber machen, saugen. Und wenn das nicht so 100% meine Wohnung, also mein Raum, wo ich lebe, meine Räume, nicht so sind, wie ich das haben möchte. Über die kleinste Kleinigkeit bin ich angepisst. Aber ich werde sowieso in den nächsten 6 bis 7 Monaten versuchen, mir eine neue eigene Wohnung zu besorgen, weil gestern von meinem Kollegen Moritz, wie ihr mitbekommen habt, Besuch bekommen. Habe ich ihm angedeutet den Namen. Und den habe ich wirklich jahrelang nicht gesehen, den Kollegen. Wir verstanden uns, früher haben wir uns kennengelernt in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, war ich ein Jahr in Internat, sowas ähnliches. Und wir haben uns da kennengelernt, richtig korrekter Typ, der hat im Dezember Geburtstag, ist, ich glaube, nur 1 Monat jünger wie ich. Auf jeden Fall, wir sind auf einer Wellenlinie und wir konnten uns kaum unterhalten. Ja, gestern kam es Diskussion, wegen Corona, ich möchte nicht, dass der hier dich besucht und so. Ich hasse es, wenn meine Freunde, die ich jahrelang nicht gesehen habe, nicht zu mir hoch einladen kann. Ich kann ihnen keinen Kaffee anbieten, ich kann ihnen keinen Sitzplatz anbieten, weil ich habe nur 3 Räume. Und ein Raum ist davon der Bodybuilder-Raum, wo alles voller Supplements steht. Dieser Raum hier ist mein Halb-Supplement-Laden mit ein bisschen Chill-Out-Man, wo mein Internetbox steht und ja, teilweise meine Maschinen für, wenn ich mal Toast machen möchte oder sowas, weil ich habe einfach nicht alles auf einmal. Dieser Raum sollte nicht ein Büro werden, aber mittlerweile habe ich mir so gedacht, ey Freunde, wenn das so weitergeht, ich kann meine Freunde nicht einladen, ich kann denen nichts anbieten. Ich kann mit denen nicht mal normal unterhalten, weil andere Leute in Corona, obwohl seit gestern mein Kollege sagt zu mir, haben die keine Nachrichten geguckt, es dürfen sich offiziell jetzt 5 Leute auf einen Ort treffen. Es ist wieder erlaubt. Und ich möchte in den nächsten 6 bis 7 Monaten auf jeden Fall den PC vorbesorgen, in den nächsten Monaten, so schnell wie möglich, wenn ich den dann habe, dann verpisse ich mich. Von Case King den PC mitnehmen, alles was ich habe, mein Vater anrufen, Moritz anrufen, alle Kollegen, die Zeit haben, auspacken, neue Wohnung rein und adios amigo. Ich will meine eigene Wohnung haben, wo ich meine Sachen selber so planen kann und so stellen kann, wie ich das möchte, Freunde. Dann machen wir auf jeden Fall eine schöne Roomtour, kann ich endlich so eine Roomtour machen, wie ich das möchte. Dann kann ich euch alles ins Detail zeigen, genauso filmen, wie ich das möchte, ohne Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen, weil ich bin ehrlich, Freunde, ich muss hier halbwegs immer so filmen und immer viele Cuts machen, weil ab und zu kommen Leute rein, geben auf den Sack, ich will meine Privatsphäre haben, versteht ihr das? Jetzt sage ich auf Wiedersehen, Freunde, genug geplappert. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge vom ReLife-Channel von Alex Isso. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mich geguckt habt, mich in diesem Sinne supportet habt und den Daumen nach oben da gelassen habt. Und natürlich auch Dankeschön an die, die einen Daumen nach unten geben, weil ihr guckt mein Video an, also klickt ihr drauf, das ist Support. Auch wenn ihr hatet, für mich ist es Support, Digga. Hau rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.